Guten Morgen, guten Abend oder wie auch sonst die Zeit bei euch immer ist. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Shredder bei den Teenage Mutant Ninja Turtles und ja, wir hoffen dann ganz einfach mal, dass wir ihn in dieser Folge noch erreichen und zerstören können. Würde ich mal sagen, auf geht's, oder? Ja, jo, los geht's. Auf geht's. Because the leader. What is the leader? Mikey's funny. Muss das sein? So, wir laufen im Kreis. Ihr wart ja alle, ihr wart ja alle unterwegs. Ihr das Fenster ist zersprungen. Ja, rein. Ja, das habe ich eben mitbekommen. Wow. Eine Kugel. Ein Aufzug. Eine Kugel. Erstmal muss ich beeindruckt sein davon. Wow. Steht Raphael eigentlich da, als hätte man ihm irgendwas weggenommen und er ist eingeschnappt. Vielleicht haben wir auch gestartet an der Konsole. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, geh auf, hallo. Hallo. Ihr seht ja nett aus. Hi. Oh, die sehen nach. Schon mal die Waffen zücken hier. Dabei. Jetzt könnte das. Oh, hier mal ein K.O. raus. Oh. Ich darf auch nicht in die Hocke gehen. Okay, ich komme. Okay. Nein! Voll in die falsche Richtung gesprungen. Nein, und jetzt habe ich auch noch einen Schuss. Der hat gar keinen Kopf mehr. Laserkugel nervt. Wie kann der denn noch kämpfen ohne Kopf? Also so eine kleine Information. Das ist übrigens dieselbe Figur, die wir auch mit Gesicht gesehen haben. Die sind nur nicht hier verkleidet. Ja, ich frag mich aber immer noch, warum das macht. Hier sind zwei Türen. Achso, ihr seid auch. Oh. Waren noch am Kämpfen, ja. Geht's jetzt hier noch weiter, oder? Warte, hier kommt was in die Tür. Das sieht nur nach einem einfachen Raum aus. Mal gucken, ob da was drin ist. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh, hier gibt's Wurfsterne. Granaten, Wurfsterne, ich nehme die Elektrowurfsterne. Ich nehme die normalen. Oder was wolltest du? Ich wollte die Granaten haben. Ja, ich wollte die Wurfsterne. Zwei habt ihr schon Granaten. Oh, hier kommen Gegner. Hier sind noch so andere Sachen. Hier ist noch so was ganz anderes. Also. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Nein. Was komisches, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Lass mal gleich mal gucken hier. Ich muss aber zugeben, ne? Da ist noch so einer. Mehr wir unsere Turtles aufgestuft haben, ne? Umso heftiger wird's. Aber, umso leichter wirken die Gegner. Das klingt. Also, das ist ja auch logisch. Granaten, ne? Ich nehme mir die rote Granate. Wenn das okay ist. Ja, das ist der Pokéball. Das ist diese EMP-Granate, die ich auch schon gefunden habe. Ich habe die mal. Das ist ein die werden Pokéball. Wir wahrscheinlich gebrauchen. Damit kannst du einen von diesen Robotern fangen. Darfst du dich kämpfen lassen? Ja. Ja. Los, Robocop. Los, Krang, Roboter, ja. Achso, hier ist ein langer Gang. Hey, ich hier ist so eine Tür. Ach, hinter uns. Hallo, du, pass auf. Ihr macht das schon, ich hacke. Ui, 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 ui. Ach, so ein Vieh ist das, oha. Achso. Hallo. Ja, ich möchte anfangen. Was zur Hölle? Was geht denn hier jetzt ab? Ich möchte anfangen. Ah, unser Informatiker hier, hm? Ja, das, Wir haben gesucht, ja. Wir haben Gesellschaft. Zielfeld verbinden. Ja, mach doch bitte. Hallo. Das passiert einfach nichts, ja. Ich kann. Achso, ist es, weil wir jetzt im Kampf sind? Ja, das könnte eventuell also sein. Du kannst also nicht blocken. Oh, Senkel, ey. Ich konnte mich nichts in dem Ziel. Ich konnte zwar das Zielfeld da einstellen, also bewegen zwischen den jeweiligen Kombinationen, aber. Ich konnte irgendwie keine Linien ziehen. Du konntest keine Linien ziehen, das war schlecht jetzt, für dich. Weil ja, das hat. Programmierst du rückwärts. Das hat so ein bisschen in der Nase gezuckt, aber. Das nenne ich Skill, ich also einfach blind Linien programmieren. Ja, das war aber recht simpel jetzt. Jetzt ging's ja. Keine Ahnung, ob es irgendwie funktioniert hat. Was ist hinter der Tür? Das ist so 100.000. Hallo. Das ist für mich keine Treppe, das ist für mich eine Rampe. Also, da liegt eine Pizza und ein Energy Drink.
Ja, also ich habe zwei Pizzen. Ich habe eine Pizza. Ich habe auch zwei, falls ihr das wissen wollt. Alle haben zwei, bis auf Michelangelo, ne? Dann nimm du die zweite Michelangelo. Ja, dann schnapp du die. Ich gehe immer so frei mit dem Energy Drink. Ja, mach, mach das. Mach das. Wir benutzen die Arena hier, also. Ja, ich habe auch noch. Ich habe sie. Eine. Ich habe sie auch eins. Bei der Hydra habe ich sie einmal benutzt. Ja, ich habe die auch schon benutzt, aber irgendwie nicht gut, sagen wir es mal so. So, ups, aus Versehen. Hey! Das hast du gar nicht. Hm. Achso, der liegt schon. Okay. Ja! Ich darf Teamstillen Platz zu machen. Und das nächste Modul zum Hacken. Du schaffst das. Das ich verstehe nicht, warum das schon wieder nicht geht. Weil wir hier noch einen Kampf hatten. Ja. Hm. Kämpft ihr denn immer, wenn ich hacken will? Ich glaube, der Kampf ist vorbei. Okay, das könnten wir jetzt ewig fortführen, glaube ich. Besuch! Nee, jetzt kein Besuch. Feierabend jetzt hier mit eurem ständigen Besuch. Ja, der Besuch ist schon vorbei. Achso. Ja, ich verlasse mich halt absolut auf euch, ja. Kannst du auch. Not bad, guys. Yeah. Tada. Not bad. Jawohl. Zu dem Pult einfach. Ja, ja. Einfach so blind ja, probieren. Ohne hinzugucken. Das ist halt Skill, ja, du hast deinen Panzer da angeschlossen. Das ist alles. Irgendein Freiwilliger sollte in die Mitte springen. Okay, ich mach das als Anführer. Hab ich schon gemacht gerade eben, aber. Hallo. Passiert nichts. Ist nix. Seid noch ein Raum? Vielleicht müssen wir alle ein in die Rote, Mitte. Da ist noch was Grünes. Wofür ist denn dieser dämliche Raum da? Ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal hier in diesen Raum. Ja, das kann sein. Vielleicht aktivieren wir was und müssen uns da reinstellen und werden teleportiert. Aber hier ist ein Aufzug. Das sieht mir jetzt irgendwie nicht danach aus. Na, fang weiter unten. Hauptsache, ich starte den Aufzug und stehe auf einmal in der Mitte. Ja, du machst das gut. Das kann ich auch teleportieren. Das Spiel ist absolut aufeinander abgestimmt. Ich habe gut bei Son Goku gelernt, ne? Die momentane Teleportation. Ja, meinen die, das sind tolle Türen und du musst 10 Minuten warten, bis sie aufgehen. Ne? Ja, das sind super Sicherheitstüren. Ja, ich fühle mich auch sicher. Ich kann einfach durchlaufen. Was machen die da? Sieht gut aus. Ein Kraftwerk. Ja, weiter geht's. So. Ja. Wo wollt ihr denn hin? Hier sind zwei Durchgänge. Achso, ja, nehmen wir erstmal. Welche ja, zuerst? Die beiden Gegner, oder? Ja, komm, die locken mal einfach mit K.O. aus. Das klingt jetzt aber nicht so. Schon entdeckt. Schon entdeckt. Ja, da sind ja wieder die Profis am Berg, ey. Na, dreh ich um. Oh, ah, verdammt. Ich... Oh, hier kommen noch mehr. Ja, hier kommen auch ein paar mehr. Ja, hör doch mal auf, jetzt gegen die Wand zu gehen. Genau das wollte ich. Ich wollte, dass der aufsteht. That's down. Aber jetzt aber Feierabend. Ist noch was? Hier ist noch ist einer. Da ist noch einer. Ah, wir haben noch einen. Nee, wir mögen uns nicht. Verstehe ich gar nicht. Wir sind doch nett. Ja, und jetzt sind die blöd. Down. Ach, hier ist. Nee, da seid ihr. Die sind sympathisch, genau. Was oh, die gucken uns alle zu. Wir haben Publikum. Hallo. Ich glaube, die wurden schlichtweg nicht aktiviert. Ah. Ja, das sind Fans. Ich wollte gerade sagen, das ist unser Fanclub. Der sieht aber ziemlich albern aus, oder? Die feiern ja, die gar so nicht, ne? Die sind irgendwie voll still. Nee. Ich glaube, das ist gar nicht unser Fanclub. Ne, ich glaube auch nicht. Die haben uns verarscht. Kommt weiter. Ja, wir sind schon da. Wieder Roboter. Was geht, Freunde? Schau mal den Enden. Da ist irgendwas hochgegangen. Hör auf, mich zu schießen. Ich würde sagen, ich mag das nicht. Oh nicht. Ja, von hinten hier näher. Wer soll das denn? Ganz klar mit der Pizza. Sagt mal, Leute, hier. Oh, einer weniger. Nee, das ist nicht unfair, dass ihr Waffen habt. Ja. Schönen Elektroschuss.
Er liegt. Oh ja, dann scheint er kassiert. Scheiße. Ach man. Lass mich doch mal ganz in Ruhe. Au. Der Vogel, ey. Geh mal weg. Komm, stirb. Die werfen auch gerade an. Ich brauch aufstehen. Crane Violence. Jenne, so schnell ihren Kopf, die Roboter. Die haben dann ziemlich kopflos. Und sie auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Elektro-Schulden waren hier verdammt praktisch. Ja, der ist schon selbst schuld, ne? Richtig. Ja, der muss mal aufstehen, der kopflose Kollege hier. Der mag uns nicht. Deswegen bleibt er lieber liegen, weil wenn die liegen, können wir denen nichts antun. Ich kann sie ja auch irgendwie aufstellen, aber das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, kommen die alle, um umgenockt zu werden? Da. Ja. Mehr sind die nicht hier. Ja, ne? Endlich ist er platt. So. Raphael, du hast sehr lange gebraucht, um diesen Gegner platt zu machen. Ja, der hat ja immer sehr lange gebraucht, bis er wieder aufgestanden ist. Oh, da ist eine Pizza, ich hab eben eine gebraucht. Darf ich mir die holen? Also ich hab immer noch zwei. Meine ich hab auch noch zwei, kannst gerne nehmen. Okay, dann hab ich jetzt auch wieder zwei. Ja, dann so, nimmt Mikey wahrscheinlich wieder die nächste. Okay. Beim Rundlauf habe ich jetzt nichts entdeckt. Ich auch nicht. Das ist heftig, das ist wirklich heftig. Ja. Ich sehe es jetzt so, eins. Ich muss drei Stück verbinden. Oh, kriegst du das hin? Oh ja, ich hatte eben zwei Stück, das war richtig. Das ist schon sehr komplex, Leute, ne? Ja, ich bin gefordert. Uff. Oh, hinbekommen. Ja, auch geschafft, ey. Hallo? Hier liegen, Blitz. Oh, Elektrosterne. Wurfsterne. Damit kann ich gut arbeiten. Ja, ich würde auch gerne mal. Und hier ist noch irgendwie eine Konsole zum Bedienen in der Mitte. Okay, ihr wollt nicht hacken, dann hacke ich. Diesmal mehr als drei. Der Hackerwin. Hackerwin, ja. Der Hacker. Ja. Das ist ja eher, ne? Das. Richtig. Du bist der Hack-Erwin. Das waren diesmal fünf. Ah, kriegst du ja auch hin. Der Hack-Erwin. Was passiert jetzt? Was geht auf? Jetzt explodiert alles. Irgendwo Gegner. Ach, guck mal, da. Wir haben eine Tür zum nächsten Raum geöffnet. Wahrscheinlich müssen wir nochmal zurück. Ach so. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Oh nee, war was? Ninjas. Ja, dann kommt noch. Ach, wir haben ja auch welche. Wir sind wieder unten in der Mitte. Ja, ich hab hier oben zwei. Ja, wir haben ja auch drei. Ja. Also. Wir haben nur drei hier oben. Wachs dich. Hm. Komm, steh auf! Ja, da eben. Achso, der steht schon immer auf. Okay. Ach. Jetzt nicht mehr, aber jetzt hier noch einer, so ein weißer. Jetzt kommen wieder die mit den lustigen Masken. Ja, ich hab gerade echt. Ja, ich bin hier oben mit am Kämpfen. Ich hab jetzt gerade einen weißen weggenommen. Ja, wir kommen auch rauf. Also ja. Wir haben alles gesäubert. Ja, warum hast du denn hier Probleme? Ja, hat sich gerade erledigt. Ich will den hier einsetzen. So, ich wollte mich nicht über dich freuen. Komm, steh auf, du. Als Raphael dabei kam, hatte ich auf einmal ein paar Gegner weniger. Ja, die kamen dann zu mir, nachdem ich meine besiegt hatte. Das ist schön, dass sie sich hier auch Prügel zu beziehen. Hier, links die Tür ist auf, oder? Welche Tür? Hier sind noch Gegner drin. Das kann sein. Ja. Ich hatte gedacht, der andere Raum war ja vor dem Aufzug, den ich gerade dachte. Ich kümmere mich um den hier. Wie viel sind denn das? Ich sehe gerade nur einen. Ja, ist auch nur einer. Aber ich war im Schleich und der hat mich gesehen. Ja, der ist auch ein Ninja. Okay, ich gehe schon mal weiter.
Ich hab so ein ganz mieses Gefühl. Donnie, what the heck is that? I'd have to examine it to be sure, but it looks like some kind of dimensional rift. Yeah, that's what I was thinking too. So until we shut it down, they'll just keep sending more Krang through to fight us. That would get old after a few days. So how do we shut it down? Well, there's a control panel. Was die sich da gebaut haben? Let's take a look and see if we can figure it out. Neben der Brücke. Ich kann hier was machen. Warte, du darfst noch mal ganz kurz. Die Tore hinten sind beide zu, ja? Ja. Ja, links auch. Wir werden besser erstmal auf die andere Seite laufen zum Testen. Ja, so klappt's. Ich wette, du machst jetzt alles noch schlimmer, als es so bis jetzt war. Jetzt hast du hinten zwei Türen aufgemacht. Ja, ich weiß nicht, was ich tue. Sollen wir einmal hier rüber? Ich hab das auch direkt von so einem Dimensions... Ich hab den Generator ja einfach mal gehauen, ne? Ja, ich hau den ja auch kaputt. Ja. Ach, sollen wir die schlagen? Ja. Ah, wir müssen immer alles schlagen. Immer alles kaputt machen wir, die Hooligans hier. Ja. Das ist unser Job, Hooligan zu sein. Ach, guck mal, da kommen zwei Vollidioten. Ach da, hallo. Ich bin hier. So, der liegt. Immer Kombis angezeigt irgendwie unten und ich weiß nicht, wie ich sie nutze. Das ist sehr gut. Oh. Shit. Komm, steh auf. Kannst du mal näher gehen? Kannst du jetzt noch aufhören, mein Bruder hier zu verprügeln, das geht klar. Ja. Wir haben wieder Besuch. Ja. Machen nur ein paar Spielsachen von denen kaputt und schon sind sie am Rumzicken. Ja, ernst, stehen sie echt an. So, sonst noch irgendjemand, der hier... Ja, hier liegen noch zwei, also. Der Baseballschlag hat nichts gebracht. Der dürfte so. Platz sein. Da kommen wieder welche. Boah, ist langsam gut. Okay, lass hier. Lass die kleine Gruppe hier doch. Ah. Was jetzt? Nein, du willst immer noch ein bisschen? Okay, dann kriegst du ein bisschen. Da lagen sie. Was? Ich glaube so. Schon. Da vorne ist eine Kontrolle, die... Ja, die leuchtet grün hier. Leuchtet. Ja, dann lass da rüber. Hier weiter. Ist das jetzt ein Aufzug oder ist das jetzt... Wahrscheinlich ist der Aufzug hier. Ich denke mal. Oh ja. Ich fühle mich gerade wie auf dem Präsentierteller. Wahrscheinlich Ziel der Sache. Mhm. Ja, stimmt. Also wenn das hier so ein Dimensionstor ist, dann lass mal einfach durchspringen und gucken, ob auf der anderen Seite nette Leute sind. Ah, alles immer hacken hier. Ich hätte doch mal meine Skillpunkte. Also, hier fehlt jetzt echt so dieses Meme für den Hackerman. Da hinten liegt übrigens eine Pizza hier für einen, ne? Ja, das ist... Das da hinten liegt eine Pizza. Wer, da hinten. Da. Andere Seite geradeaus. Also. Alles gehackt. Nice. Dann wieder Hooligan sein. Kann ich es nicht kaputt schlagen. Das ist mir auch klar. Wer auch immer die Pizza gefunden hat, hab diese genommen. Ja. Oh je, ich hab Besuch. Ja, der ist direkt auf dich draufgefallen. Der hat mich nämlich direkt, ausgenommen. Ja, der mag das wohl nicht. Da will wohl jemand ach, da lebt nicht, noch. Dass wir die Türe zu machen. Guck mal, hier geht's sogar schwer. Steh auf. Wir kommen hier rein und hauen alles kaputt. Was meinen Sie, wie würdest du darauf reagieren, wenn einer in deine Wohnung kommt und einfach alles... Ach, ganz entspannt. Ich würde ihn freundlich zum Tee einladen und fragen, ob ihm gefällt, was er sieht. Das wird jetzt aber ein bisschen zu gruselig.
Hier ist wieder ein Aufzug. Ob ihm gefällt, was er sieht? Aha. Gefällt dir, was du siehst. Okay. Stehst du mit dem Bademantel davor oder was? Du machst ihn so langsam auf, so. Oha. Das wäre eine Pizza. Da ist noch eine Pizza, wäre ja dann eine. Haben alle zwei? Ja, müssten. Ja. Wie sind eure Zustände? Also ich bin so bei. Das ist gerade ziemlich schwierig. Ja, okay, klären wir gleich. Nach dem Kampf. Nach dem Kampf sehen wir, wer am schlechtesten dran ist. Guck mal, der eine ist jetzt blau, das ist jetzt so ein Supervisor von denen. Ja, Sudanführer. Die sind immer blau. Ich sag ja, so ein Supervisor. Oh! Muss ich was sagen? So, haben wir's jetzt? Boah, ich bin fast in die Pizza gejumpt, ne? Nein, ich will da nicht reinspringen. Da kommen wieder welche. Irgendwie muss ich gar nicht kontern, danke Leute. Ich gehe in den Kontermodus und irgendwie habe ich die schon so vertrimmt, dass. Oh, Granate! So, ja, machen wir mal zu dir. Mister, ich bin hier der Chef. Was bist du? Ja, das ist doch der Chef. Ja, war ja. Oh, ich habe noch halbes Leben und zwei Pits. Ich auch. Ich habe ein Drittel Leben, würde ich. Ja, ein Drittel würde ich. Ja, dann nimm du die. Die. Ja, nimm du. Schau mir da hinten wieder die Elektro. Ja, ich glaube nicht auch. So. Und wieder voll. So. Oh, Kalorien steht jetzt unten drunter. Einfach mal werfen, ne? Ja, jetzt wurde wieder voll bist, werf ich den Wurfstern in den Rücken. Ja, ja. Oh, ja, stimmt, hier war das Heckmodul. Ja, wir können uns aber, glaube ich, schon mal in die Mitte stellen. Ja, schon mal bereitstellen. Dinger kaputt schlagen. Ja. Frage ist, wie soll man hier diesen Weg hinkriegen? Den einen Weg, der ist komplett zu, den kriegst du nicht hin. Okay. Ja, hatte ich aber eben auch mal das Gefühl, ich müsste mir das nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen. Irgendeinen Weg falsch genommen oder sowas. Ah, okay. Ich muss einmal da unten rum. Alles klar. Ich habe nochmal Wege zurückgenommen, das ist praktisch hier. Hier, hier geht's rüber. Ach so. Hier auf die Plattform, dann kannst du hier rüber springen. Verdammt. Und da hinten ist den letzten nicht hinbekommen. Weil ich da noch. Na, dann sind wir wieder im Eingang. Ne? Da hinten ist sogar eine Pizza. Lol. Also nochmal noch. Ja. Da hinten ist eine Pizza. Mhm. Haben wir noch eine Pizza gefunden. Aber wir sollten erstmal den Angriff hier abfangen und dann. Bad guys, we fight. I lead. I know what each of you can do. Gotta make the decisions. Delegate. That's it. It's about knowing your strengths. So, jetzt habe ich es aber. It's about us geschafft. Okay. Destroy that device. Gerechnet, der haut jetzt langsam die Konsole kaputt. Mach's gut. Da rein. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Hm. Ja, egal, alles kaputt. Ja, wir können hier rüber. Ach, ich komme wieder. Ja, dann. Okay. Oh. Hinten durch ist eine Pizza. Ich weiß ja. Nicht. Oh, hi. Ich bin unten, du, ne? Weil irgendwie hat meiner beim Sprung nicht die Plattform getroffen. Okay. Okay. Das ist natürlich jetzt. Okay, wenn du schon unten bist, wir kommen jetzt mit dem Aufzug, ne? Ja, ja, ich warte hier, wo ich. Bleibt ja nichts anderes übrig. Das war ernsthaft, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier unten. Ach so, runter. Ja, komm, wir fahren jetzt mit dem Aufzug. Ja, unter diesem Aufzug. Grünen Ding. Ja, ich bin bei euch. Yay! Du musst mir das einfach zu uns reportet. Ja. Ja gut, aber wenn du bei uns bist, ne, würde ich einmal behaupten, dass wir jetzt eine Pizza-Party starten. Ja. Ja, passt. Haben wir das?
Ja, liebe Zuschauer, in diesem Sinne ist diese Folge nun auch schon wieder zu Ende und wir hoffen, wir sehen euch bei der nächsten Folge wieder, wenn es dann hoffentlich endlich heißt, Schredder verkloppen. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.